Hallo alle miteinander. Vielen Dank an Wudda, jetzt erstmal am Anfang des Videos. Da hat er ein wunderschönes Video hochgeladen, wie man 12 auf 220 Volt Wechselrichter so ummodeln kann, dass die ihren Akku bis auf 6 Volt runterziehen können, so ungefähr. Und das ist ja gar nicht mal so schlecht für Allround-Akkus. Und da ich ja jetzt angefangen habe, schon zwei Menschen Allround-Akkus einzureden für ihre Autarkie. Ne, eigentlich ist es nicht für die Menschen an sich, sondern eher für die Tiere, die dort, wenn kein Strom wäre, dort nicht mehr sein könnten. Also ja, die ersten Auftraggeber sind irgendwie Tiere, ist mir aber irgendwie ganz recht. Ja, und da werden ihre Allround-Akkus, die momentan mit Solar betrieben werden, ja nur zu 25% ausgereizt oder sagen wir mal 50% ausgereizt. Also bis 6 Volt runter ist da noch eine Menge los. Die könnten praktisch vielleicht ungefähr nochmal so viel rausziehen wie bisher, wenn sie nur einen Wechselrichter hätten, der das könnte. Ja, und jetzt bin ich dahergegangen, habe mir einen Wechselrichter gesucht, den ich umbauen kann und habe so einen 500 Watt Billigding erwischt, der macht keine richtige Sinuswelle, sondern nur so was ähnliches, reicht aber für die meisten Anwendungen. Ja, und da habe ich reingeguckt, wie die ziehe ich ins Uhrwerk. Ne? Wudda hat gemeint, einfach vorm IC, ne, der da fürs Schalten zuständig ist, eine 12-Volt-Quelle anklemmen, aber ja. Hier sind mehrere ICs drauf und mehrere Kondensatoren, ne, wo man 12 Volt anklemmen könnte. Ich habe mir halt mal hier dann den rausgesucht, der vor der Optokopplerbrücke hier rüber zu dem Steuerteil ist. Ne? Also praktisch der erste kleine Kondensator nach den großen Kondensatoren, die die Spule speisen, den habe ich einfach mal angezapft, auf gut Glück. Nachdem ich das tat, hat die Herren hier drüben ganz schön rumgemurrt. Ne? Da habe ich hin und her gedruckt, habe gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie es besser geht. Ja, dann war sie erstmal ruhig gewesen und dann bin ich mit gemischten Gefühlen hier rangegangen. Jetzt habe ich das jedenfalls mal an diesen Kondensator angeklemmt, ne, der vor dieser Optokopplerbrücke rüber zum Steuerteil für diese Hochvolttransistoren sind, oder Hochvolt-MOSFETs. Und hier drüben ist jetzt der Plus und der Minus angeklemmt, was dann später auf die volle Batterie draufkommt. Kann losgehen. Also, der Akku, der jetzt an den normalen Input angeschlossen ist, ist derjenige, der ziemlich nieder ist. Der ist jetzt noch bei 10,5 Volt. Ist ein noch nicht regenerierter, umgerüsteter Allround-Akku. Also es tut ihm jetzt gar nicht mal so schlecht, dass er ein bisschen in die Knie gezwungen wird. War sehr hochohmig gewesen, oder ist es immer noch gesagt, besser gesagt. Also wird ziemlich schnell in die Knie gehen. Aber für Anschauungszwecke wird es reichen. Und hinten dran ist die gelbe Batterie, das ist eine volle Batterie. Und die wird später angeschlossen. Ne? Die wird dann an die Stelle angeschlossen, die ich vorhin beschrieben habe. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, was so los ist, wenn wir das so einschalten. Da geht er hier schon runter auf 9 Volt. LED leuchtet nicht und mein Apparat hier, den ich angeschlossen habe, der geht auch nicht. Gut, können wir wieder ausschalten. So, jetzt wollen wir mal die Stelle anschließen, die ich vorhin angelötet habe. Aha, da ist der Lüfter also gleich irgendwie mit drauf und die grüne LED ist auch mit dran. So, dann will ich jetzt mal einschalten. Hier geht er schon auf 7 Volt runter. Ich schalte ein und schalte hier ein und es tut sich nichts. Ah, so ein Mist, habe ich mir gedacht. Oh. Was war das? Wieder ausschalten. Warten, bis es steigt. Einschalten. Ah. Was ist hier los? Krass. Warten, bis es auf über 6 Volt ist. Einschalten, da geht's kurz. Haha, cool. Aber wieso, warum, weshalb, wenn der hier aus ist? Ne, der ist jetzt auf Ausstellung. Ha, coole Sache. Naja, scheißegal. Es funktioniert. Wenn man nicht gleich aufgibt. Und ja, warum, wieso, weshalb, weiß ich auch noch nicht so richtig, aber irgendwie scheint es hier wirklich so zu sein, dass nur diese Versorgungsstrecke
die richtigen Ampere, also die wenigen Ampere zieht, ne? Also diese paar Milliampere, die, was die Steuerspannung braucht, und die richtigen Ampere, die dann erst geliefert werden, schon über die richtige Batterie gezogen werden. Aber bei manchen Invertern halt erst, wenn man sie ausschaltet. Ne? Oh, jetzt habe ich wieder eingeschalten. Ausschalten war die Devise gewesen. Ne? Ach nee, wenn es aus ist, ist es ja an. Ach, jetzt muss ich halt komplett umdenken. Naja, das werde ich schon lösen. An Wutter jedenfalls tausend Dank nochmal.